mord där uppger nu polisen i West Yorkshire. 52-åringen kommer att ställas inför rätta i Westminster under dagen. Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, ska undersöka hur man med hjälp av digitala tjänster ska få oss att resa mer klimatsmart och mindre med bil. Det handlar bland annat om att... ...lättare så kunna kombinera till exempel kollektivtrafik, bilpooler och lånecyklar under en och samma resa. Och det här projektet ska pågå under 4 år. En man i 30-årsåldern vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Han blev knivhuggen av 2 personer. Jag ser nu att hans tillstånd är stabilt. Men i mannen knivskuren 5-6 gånger i ryggen av okända gärningsmän. Och omständigheterna kring den här knivskärningen, de är oklara. Polisen har inlett en förundersökning om mordförsök efter den här knivskärningen i Göteborg. Mer än 1400 personer nappade på amerikanska försvarshögkvarteret Pentagons inbjudan att försöka hacka sig in på 5 sajter som styrs av försvarshögkvarteret. Och USAs försvarsminister Ash Carter säger att hackarna de hittade runt 140 säkerhetsbrister. Sobie ze sfinansowaniem biznesu. W stomatologii liczą się rozwiązania bez zbędnego. Dlatego wyrwałem kredyt dla firmy w banku BGŻ BNP Paribas. Bez prowizji za jego udział. Ja mam en halvchans, det kan bli 5 presentkort. Oj, 5%. Ja, okej. Okay, 5 presentkort. Ja, det är det. Intresserar du sig av varför kommer den historien i bildet? Ja, men jag, det där intresserar mig i bilden är förbindelsen av historien. Und der hat natürlich auch verschiedene...
Knete, ne? Dass es da nicht so ganz herhaut. Aber ganz nicht immer auf Zimmer, auf der Tritt. Dabei, aber auch hier die andere, die ganzen noch hier, Rügen, ne? Und die Seenplatte und meine Heimat, ja, Bart ist dabei und Fischland da. Und klicken Sie da gerne mal rein. Video in der Mecklenburg-Vorpommern-Version. Sehen Sie auch auf Michael Wenzels Waage bleibt heil. Vor der ehemaligen israelischen Botschaft wird klar, was in diesem Stadtteil, einst der sicherste in Deutschland, passiert ist, was das Gefühl auslöst, hier nicht gerade sicher zu leben. Hier an der Ecke Simrock-Allee, die ehemalige Botschaft des Staates Israel, die hier 25 Jahre existiert hat. Die Israelis haben hier 1974 ihre Betonfestung hingesetzt, damals schon. Inneren. Hier ist Christian. Welcher deutsche Torhüter ist am Donnerstag 47 Jahre alt geworden? Oliver Kahn oder Manuel Neuer? Oliver Kahn. Sabine, wer stiehlt gerne glitzernde Dinge? Die Amsel oder die Elster? Christian, von wem ist die offizielle EM-Hymne verwendet? Kinder mir gesagt, ja, du kannst doch nicht jüdisch sein. Ich kann jüdisch. Gott soll mich verstehen. Das ist doch ordinär. Ich kann nicht bei uns zu Hause. Hat mich schnell assimiliert. Yeah.
trotzdem gewinnen über unsere Sache auf NDR 2. Gleich mal hinklicken. Ich bin schönes Wochenende. Til massedrabet i Orlando, hvor er beskudt. Her taler de fleste om terror. Både Obama og Clinton og Trump i starten. Martin var interesseret på nettet, blandt andet fra Islamisk Stat og Boko Haram, og han var sandsynligvis både homoseksuel, homofob og muslim. Han havde en problematisk opvækst, og han var kendt som en voldelig mand. Det har hans ekskone i hvert fald fortalt her bagefter. Var han terrorist? Det kommer an på, hvad motivet har været. Leute dann auch tatsächlich Heimat ausmacht, weil ich bin ja, ich finde, man sagt so schnell willkommen und man sagt auch schnell Heimat gegen etwas Bestimmtes oder so. Aber dafür ist das dabei ein wirklich wichtiges Gefühl, weil es ja was mit Herkunft zu tun hat, zu der man dann ja auch letztendlich steht. Und das, was ich gemerkt habe, in die Halle rein. Gerne. Das ist perfekt. In den großen Saal. Das hier gehört ja schon alles mit zur Halle. Jetzt können wir rein. Nur kurz gucken. Wir haben. Wir gehen mal raus. Da ist gerade Streit. Also, ist Bescheid, die Halle aber in der Entfernung rennt drin. Die Geluft hält. Der große Saal ist komplett verkleidet mit Senfholz. Hajmo na Adu. Bilo kada, bilo gde. Neko pa ne sme podgotvili татарската кухня е характерна с тесто и месо. Тесто с месо.